Hallo und herzlich willkommen beim Fetten Brett. Es gibt ein kleines Bemal-Update meinerseits. Und zwar habe ich mal wieder ein bisschen Shadows of Brimstone-Figuren bearbeitet und bemalt und wollte euch die einmal ganz gerne zeigen. Bereits kennen solltet ihr, wenn ihr das andere Video geschaut habt, die Hellbats. Das waren dann die ersten Figuren, mit denen ich angefangen habe, Shadows of Brimstone zu bemalen. Dann die netten roten Käferchen, die Slasher. Daneben in lila die Tentakel, die da in der Ecke so rumtentakeln. Die Swarmslugs, die Schneckchen. Und davor, ihr seht sie schon, ja, diese netten kleinen Hunde heißen Voidhounds. Und da habe ich mich von so einem relativ dunklen Lila hochgearbeitet zu einem Rosaton mit ja, sehr viel Weiß da noch dazu gemischt. Das Ganze ist mit Airbrush gemacht worden und danach habe ich mir ein Wash selbst zusammengemixt aus drei bereits fertigen Washes, nämlich einem Red Wash, Purple Wash und einem Flash Wash, alle von Army Painter. Hab dann noch Glaze Medium zum Verdünnen dazu getan und dann hatte man wirklich die Möglichkeit, ganz, ganz, ganz schön sanfte Übergänge hinzubekommen. Das eine oder andere Mal habe ich vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, das sieht man unten bei den Füßen. Das hätte noch ein bisschen sanfter sein können, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Also diesen Wash habe ich dann eher so von unten nach oben gearbeitet, so Bauchpartien, sag ich mal Hals, um das so ein bisschen dunkler wirken zu lassen. Ganz zum Schluss alles natürlich wieder mit erst Glanzlack zum Schutz überzogen, danach mit Mattlack, damit es nicht so glänzt. Und was ich hier aber auf jeden Fall gemacht habe, wenn ihr es mal auf die Zunge guckt, von dem linken Voidhound, da habe ich wieder mit Glanzlack nachgearbeitet, damit das wieder ein bisschen glänzender, schleimiger, schwammiger aussieht. Das gleiche habe ich bei den Augen gemacht und bei den Verletzungen, die die Voidhounds schon besitzen. Aus der gleichen Box wie die Voidhounds kommen die Void Sorcerer. Die sind heute ganz frisch fertig geworden. Die freuen sich selbst so doll, deshalb halten sie alle ihre Gesangsbücher nach oben. Ich glaube, es sollen irgendwelche magischen Bücher sein. Naja, dort habe ich mit Blautönen gearbeitet, auch wieder mit der Airbrush. Vom relativ dunklen Blauton zu einem helleren Blauton nach oben. Immer weiter heller werden lassen, die Figur. Mit dem Mantel bin ich ganz zufrieden. Die Tentakel habe ich dann wieder mit Pinsel gearbeitet. Die hätte ich ein bisschen feiner, sauberer machen können. Na egal. Zum Spielen soll es vollkommen ausreichend sein. Auch natürlich wieder Glanzlack drüber und Mattlack. Bei den Tentakeln, denke ich, bietet sich an, dass ich da vielleicht auch nochmal mit Glanzlack rübergehe. Heldentechnisch geht es weiter. Diese fünf solltet ihr bereits kennen. Zumindest auf jeden Fall die beiden rechts, hoffe ich, dass ihr die kennt. Nämlich ganz rechts Boris Birkensam und daneben den Sheriff Sherwood, Sherlock Sherwood, ich weiß es gar nicht mehr, der heißt Sheriff Sherlock Sherwood. Ich müsste es wissen, es ist mein eigener Charakter. Und ja, die solltet ihr kennen aus unserem Let's Play, was ihr bei uns hier auf dem Kanal sehen könnt. Falls ihr es nicht getan habt, dann ganz schnell nachholen. Das haben der Felix und ich zusammen gemacht. Ja, die fünf solltet ihr bereits kennen und neu sind diese fünf Kandidaten. Fünf? Nein, es sind sogar sechs. Ja, mit diesen sechs dazugekommenen Helden habe ich tatsächlich geschafft, alle zehn Helden zu bemalen, die ich mir von Black Scorpion Miniatures als Ersatzfiguren dazugekauft habe. Und das heißt, ich darf mir neue kaufen. Diese Bürde habe ich mir selbst auferlegt. Es werden keine gekauft, bevor nicht alle bemalt sind, alle Helden. Und ich habe es geschafft und dementsprechend, ja, ich warte aber eigentlich darauf, dass Black Scorpion Miniatures endlich die Outlaws rausbringen, beziehungsweise ihre Mexikaner. Die konnte man ja schon auf der Kickstarter-Seite sehen. Und aber die bringen ja immer jeden Monat immer nur ein paar raus. Und ja, da hoffe ich, dass jetzt die Outlaws kommen, beziehungsweise die Mexikaner, damit ich da zuschlagen kann. Habe ich, glaube ich, für jede Klasse, die ich besitze, auch eine Figur, die man passend dafür oder einigermaßen passend benutzen kann. Letztendlich kann man ja jeden Charakter für alles hier benutzen. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen näher an die netten Helden. Ganz links den etwas pummeligeren mit seiner Melone. Ein Bart hat er normalerweise bei der Miniatur gar nicht, der ist komplett nur aufgemalt. Dann daneben der schon etwas ältere nette Herr mit den zwei Revolvern und dem geschmeidigen Schal. Der mit seinem roten Hemd hier. Da hatte sich mein Sohnemann mal einen Helden gewünscht,
der einen goldenen Revolver hat und den hat er auch bekommen. Kann man, glaube ich, sehen, so ein bisschen. Ja, rechts daneben Tom Selleck. Daneben der Bruder von Tom Selleck, beide mit einem schönen Bärtchen. Und ganz rechts der Mann mit dem Halstuch. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen und bin auch schon sehr gut vorbereitet auf die kalte Jahreszeit, denn ich habe einige Figuren zusammengebaut und auch schon grundiert. Das heißt, wenn es richtig kalt und windig und regnerisch oder schneit, keine Ahnung, also ich bin richtig gut aufs kalte Wetter vorbereitet und kann direkt loslegen, falls mal die Langeweile hier aufkommen sollte. Naja, wir wollen noch ein paar Brettspiele, die wir auch noch spielen wollen, ne? Na egal, auf jeden Fall, ich bin sehr gut vorbereitet auf die kalte Jahreszeit, hoffe, dass ich da wirklich einiges schaffe. Befürchte so ein bisschen, dass dann vielleicht noch Forbidden Fortress eintrifft. Das ist ja die japanische Variante von Shadows of Brimstone. Und ja gut, dann kommen noch mehr Miniaturen dazu. Aber ich wollte erstmal hierbei bleiben. Das heißt, maximal bohre ich mir die anderen dann zusammen zum Testen, wie sich denn die Samurais und die Ninjas dann in dem Brimstone-Universum schlagen. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Genug geschnackt, genug gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich persönlich hoffe für mich, dass das nächste Bemal-Update nicht so lange auf sich warten lässt. Ja, aber es liegt ja auch so ein bisschen an mir, ne? Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann freut euch aufs nächste Bemal-Update und schaltet ihr bald wieder ein bei uns beim fetten Brett.